Ich will lieber alleine sein. Oder auch, ich kann aktuell keine Beziehung mit dir führen. Vielleicht hast du das so oder so ähnlich schon einmal von deinem geliebten Herzensmenschen gehört und auch erlebt. Im Nachhinein musstest du dann feststellen, dass er doch in einer Partnerschaft mit einer neuen Partnerin ist. Was es damit auf sich hat, das erzählt dir Gott im heutigen Channeling. Herzlich willkommen zurück bei Mel B. Channeling. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei der nachfolgenden Botschaft von Gott. Meine geliebten Kinder, dies ist sicherlich eine schmerzvolle Erfahrung, die ihr macht. Ihr könnt nicht verstehen, weshalb euer geliebter Herzensmensch euch so etwas sagt und euch mit dieser Aussage zurücklässt. Im Nachhinein erfährst du dann, dass dies, was er dir sagte, nicht der Wahrheit entsprach. Denn du musst feststellen, dass dein geliebter Herzensmensch mit einer anderen Frau zusammen ist. Für dich passt das alles nicht zusammen. Du fragst dich fast täglich, weshalb er dich angelogen hat. Weshalb sagt er so etwas zu dir? Nicht nur, dass es dich schmerzt, von ihm zu hören, dass er in keiner Beziehung mit und zu dir sein möchte, sondern auch, dass du dann noch erfährst, dass er dich angelogen hat. Und das, wo er sagte, dass er gar keine Beziehung möchte, dass er lieber alleine sein möchte. Du weißt nicht mehr, ob du deinem geliebten Herzensmenschen überhaupt noch trauen kannst. War alles, was er dir sagte und zeigte, gelogen? Inwieweit waren es seine echten Gefühle, die er dir gezeigt hat? Hast du dir das alles nur eingebildet? All diese Fragen und noch mehr gehen dir durch den Kopf. Das macht dich sehr traurig und du fühlst dich hintergangen und abgelehnt von ihm. Du fängst sogar an, dich selbst zu hinterfragen, ob irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist, ob es an dir liegt, dass er sich lieber für eine andere Frau entscheidet als für dich. Du zweifelst an dir selbst. Wenn du dann diesen Punkt überwunden hast, so wirst du wütend. Wütend über sein unaufrichtiges Verhalten. Wütend darüber, wie er dich nur so behandeln kann. Ebenso keimt die Eifersucht in dir. Du fragst dich, was diese Frau hat, was du nicht hast. Du fragst dich, was sie ihm bietet, was du nicht bieten kannst. Du vergleichst dich mit ihr. Dabei fallen dir alle möglichen Gründe und Ursachen ein, was sie besser kann als du. Mein geliebter Engel, damit hast du völlig vergessen, wer du bist. Du verfängst dich in der Negativität, in der Trauer und Wut. Dabei erkennst du nicht, worauf dein geliebter Herzensmensch dich liebevoll
aufmerksam macht. Und nicht nur er tut es, sondern auch die neue Partnerin. Es gibt nichts, das euch beide jemals trennen kann. Dies habe ich schon oft gesagt. Das größte Geschenk ist es, dort genau hinzusehen und zu erkennen, was er dir damit sagen möchte. Mehr dazu, dass euch wirklich nichts trennen kann, erfährst du in diesem Video. Ich hoffe, du hattest viel Freude heute und ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit bei allem, was du machst. Bis bald, deine Mel. Tschüss!